Hallo nochmal aus Straßburg mit einem Kurzbericht von der Dezember-Plenarsitzung des Europäischen Parlaments. Es gab eine ganze Reihe Personalien diese Woche. Als erstes aus der Grünen Fraktion. Wir haben ein neues Führungsteam. Mit sehr guten Ergebnissen wurden Philippe Lambert, unser bisheriger Fraktionsvorsitzender, und neu an seiner Seite Ska Keller, gemeinsam zu den Fraktionsvorsitzenden für die zweite Hälfte dieser Legislaturperiode gewählt. Und wir erhoffen uns natürlich alle von dieser neuen Spitze eine tolle Arbeit. Und die erste Rede als Fraktionsvorsitzende im Plenum, die Ska am Dienstag gehalten hat, kam gleich sehr gut an. Ich glaube, das war ein guter Auftakt. Es gab auch die große Personalie Nachfolger Martin Schulz. Den Anspruch, den Nachfolger zu stellen oder die Nachfolgerin, hat seit langem die Europäische Volkspartei erhoben. Und nachdem alle signalisiert hatten, mehr oder weniger signalisiert hatten, ja, wir sind durchaus bereit, diesen Anspruch zu respektieren, kam jetzt die nicht besonders begeisternde Nachricht, dass der Kandidat der Italiener Antonio Tajani sein soll. Tajani kommt aus der Partei von Berlusconi, er war Kommissar, er ist heute Vizepräsident. Er ist persönlich ein sicherlich anständiger Mensch, aber was er politisch repräsentiert, bedeutet keinerlei Aufbruch. Und es ist auch, glaube ich, in dieser Zeit, in der es ja darum geht, dass das europäische Projekt Ausstrahlungskraft gewinnt, neu dazugewinnt, nicht besonders plausibel, dass da Personalentscheidungen getroffen werden, die man eigentlich nur aus Proporzgründen innerhalb der EVP-Fraktion erklären kann. Und dementsprechend haben wir dann sehr deutlich reagiert und haben am Donnerstag die englische Kollegin Jean Lambert, eine sehr angesehene Sozialpolitikerin, die den Wahlkreis London vertritt, zu unserer grünen Kandidatin für die Parlamentspräsidentschaft gewählt. Das wird ein sehr interessantes Vorgehen werden, das dann im nächsten Jahr, im Januar, zu einer offenen Auseinandersetzung führen wird. Alle Fraktionen haben ihre eigenen Kandidatinnen oder Kandidaten. Drittes, es wurde wie üblich im Dezember der Sacharow-Preis verliehen und den haben dieses Jahr die zwei jesidischen Aktivistinnen Lamia und Nadja bekommen, die beide Opfer waren von ISIS, die glücklicherweise freikamen, die in Europa Zuflucht gefunden haben und jetzt mit ihrer Arbeit auf das Schicksal und die Opfer ihrer Religionsgemeinschaft hinweisen und diesen Völkermord nicht untergehen lassen. Und das war eine sehr bewegende Stunde im Europäischen Parlament, als sie diesen Preis bekommen haben. Zu zwei Themen habe ich sprechen können. Das eine war der jährliche Bericht zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Da hat quasi als Abschiedsleistung, als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, Elmar Brok, den Bericht erstattet. Und es war ein sehr guter Bericht, in dem auch viele von unseren grünen Anregungen und Änderungsvorschlägen mit eingearbeitet wurden. Wir haben trotzdem nur zugestimmt mit gleichzeitiger Abgabe einer Stimmerklärung, in der wir besonders stark darauf hinweisen, dass wir diese aktuelle Hysterie in gar keiner Weise teilen können, wo jetzt versucht wird, sämtliche überhaupt auffindbaren europäischen Finanzierungsprogramme und Fonds für gesteigerte Rüstungsausgaben zu schlachten. Man muss das wirklich miterlebt haben, dass da Forschungsgelder, dass da Regionalgelder, dass da selbst Mittel, die eigentlich für die Finanzierung des Mittelstands vorgesehen sind, plötzlich für die Rüstungslobby zur Verfügung gestellt werden sollen. Und das, obwohl es
nicht wirklich einen Mangel an Rüstungsausgaben gibt in Europa, um es mal höflich zu formulieren. Europa gibt im Jahr zusammengenommen ungefähr 200 Milliarden aus für Rüstung, Russland im Vergleich 66. Und jetzt zu behaupten, wir müssen dringend wegen unserer Sicherheit mehr Geld ausgeben, ist meines Erachtens einfach widersinnig. In Wirklichkeit wäre es angesagt, dass das Geld, was zum Teil mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen wird, weil man jede einzelne Rüstungsbeschaffung 35 Mal in verschiedenen Varianten in Auftrag gibt und gar keinen ordentlichen Wettbewerb unter den Rüstungsanbietern durchführt, das effizienter zu gestalten, dafür zu sorgen, dass da endlich mit dem Geld nicht mehr geaßt wird. Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass von den 300 Kooperationsprojekten, die vor 5 Jahren mal von den Armeechefs der EU-Länder identifiziert worden sind, wenigstens mal die Hälfte angegangen wird. Bis jetzt waren es gerade mal 19, um die man sich wirklich bemüht hat. Also an der Stelle erwarte ich im neuen Jahr erhebliche Auseinandersetzungen, weil es zwar richtig ist und die Bürger das auch immer wieder sagen, sie wollen, dass die Europäische Union bei der gemeinsamen Sicherheitspolitik mehr an einem Strang zieht, aber das kann jetzt nicht heißen, dass plötzlich jede einzelne Selbstbedienungsforderung der Rüstungsinteressen Top-Priorität hat. Und schließlich gab es eine Diskussion, da konnte ich auch für 1,5 Minuten immerhin sprechen, zur Vorbereitung des europäischen Gipfels. Da habe ich gegenüber Jean-Claude Juncker vor allem 2 Punkte hervorgehoben. Ich finde, dass diese Europäische Kommission inzwischen arg in Verdrückung ist in puncto Industriepolitik. Sie lässt da zu viel liegen. Und ich glaube, das muss man mal in einer anderen Weise thematisieren. Die Kommissarin, die zuständig ist, ist der Aufgabe offensichtlich nicht gewachsen. Und zuletzt, und das ist auch, hoffe ich, ein positiver Ausblick aufs neue Jahr, das haben wir ja schon gleich am Anfang begrüßt, dass die Kommission vorgeschlagen hatte, dass Juncker persönlich vorgeschlagen hatte, ein sogenanntes europäisches Solidarity Corps einzurichten. Das heißt, ein Angebot für europaweite Freiwilligenarbeit. Und im Plenum wurde berichtet, in der ersten Woche haben schon 9000 junge Leute sich gemeldet, um sich an dieser Sache zu beteiligen. Ich will das im nächsten Jahr gerne sehr aktiv aufgreifen. Ich glaube, das ist einfach etwas, was Hoffnung macht für die Zukunft Europas, dass sich gerade so viele Junge für Europa engagieren. In dem Sinne verabschiede ich mich aus 2016 und wir sehen uns im Januar wieder. Hoffe ich.